Ja, hallo zusammen, da begrüße ich euch zu einer weiteren Runde Vampire. Und irgendwie muss ich da rein. Ja, schwierige Wahl. Wir sollen diesen alten Typen aus... Da hinten rennt doch schon wieder einer. Wir sollen diesen alten Typen aus dem Club, sollen wir zum Vampir machen. Das ist unser Auftrag. Und ich möchte das eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Na super. Können wir nicht sehen. Blut ist aber da. Jetzt müssen wir erstmal einen Weg in sein Haus finden. 1, 2 sehe ich hier. 3. Na dann. Da oben auch noch. Ach, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Das wird ja ein Spaß. Gut. Oder weniger gut. Ja. Dann machen wir mal. Guten Tag, die Herren. Ah, lass das. Ich glaube, wir müssen mal eben Waffe wechseln. Falsche Taste. Lass das. Autsch, da habe ich es noch zuschlagen hören. Ja, Shotgun macht zwar ganz nice Schaden. Problem ist aber... Na, ich musste mal weg. Mal eben heilen und mal eben raus aus dem Scheiß-Zeus. Ah, dann machen wir mal. So, Schnauze. So, die haben sich mir in den Weg gestellt. Was sollte ich tun? Komm ich da irgendwie rein? Ja, irgendwie ja. It's locked. Nee, doch nicht. Doch, scheiße. Das dürfte auch so sein. Ja, war klar. Ja, wir sollen diesen Menschenfreund, würde ich ihn jetzt mal fast nennen, was eigentlich die völlig falsche Bezeichnung ist, sollen wir zum Vampir machen. Das war ja der Typ, der... Ist hier irgendwas? Hab ich... Ne, da bin ich nicht hin. Der die Mauer bauen wollte. So, lass mich mal durch. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt auch nur annäherungsweise richtig bin. Nein, bin ich nicht. Da wäre ich jetzt schön in der Ecke gelaufen, wo ich gar nicht hin will. Ist nur die Frage, wie komme ich da sonst hin? Also hier sind wir total falsch, um das mal sehr deutlich zu sagen. Ach Mann. Schnauze. So. Das zu dem Thema, das neue Säbel gefällt mir wirklich gut, das ich beim letzten Mal bekommen habe. Ach ja. Tust du das? Interessant. Ey, sag mal, kannst du den Scheiß mal lassen? Wir sind auf jeden Fall in dem Gebiet, wo wir hin müssen. Allerdings weiß ich den genauen Weg noch nicht. Absolut nicht. Mhm. Irgendwie muss man da hinkommen. Entschuldigt. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bisher habe ich noch keinen. Könnte ich mal ein Tier so? Wäre möglich, oder? So, da war nix. So. Das muss hier doch ganz in der Nähe sein. Das ist aber die falsche Richtung. Okay. Ne, es
jetzt immer noch die falsche Richtung. Wir müssen irgendwie hier hin. Hast du gerade ihn beleuchtet? Hast du. Dann komm mal ran hier. Komm ich da oben rein? Ja, tue ich. Ich glaube, hier sind wir ganz richtig. Aber nochmal zu meiner Entscheidung. Ich will den Typen nicht zum Vampir machen. Das geht so in die Hose. Der hat echt eine, wie soll ich sagen, naja, Menschenfreund ist er nicht. Also seine Pläne sind mal eher so, dass ich sagen würde, da kann ich gar nicht mitgehen. Und deshalb, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, mache ich ihn nicht zum Vampir. Das ist mal so sicher wie das Amen in der Kirche. Was haben wir da denn? There has been a fight here. I can see a blood trail. Left by one of the antagonists, perhaps? Man weiß es nicht. Möchte mich trotzdem erst weiter umgucken. Da war was. So. Da vorne hat es auch irgendwo geleuchtet. Da am Schrank. Halt. Die Kohle kann man natürlich gebrauchen. Weil 5 Schillinge jetzt nicht der Burner sind. Ja, dann gehen wir mal durch diese Türe hier. What a mess. Something terrible happened here. But what? Okay. Erstmal hier fleißig einsammeln. Ich meine, wenn sich mir die Chance schon gibt oder zeigt, dann sollte ich das auch tun. Okay. Er lässt mich hier was bauen. Das finde ich beängstigend. Kann ich eventuell... Nö. Das auch nicht. Da kann ich zumindest noch eins noch bauen. Okay, 4 von 5 ist besser als nichts. Das Ding eventuell mal upgraden kann. So langsam. So 2 Hände ist, glaube ich, auch nicht so scheiße. Was wählen wir denn hier aus? Also der Schaden 10% erhöhen. Nehmen wir das hier. So. Blutpunkte. Okay. Level 4 kriegen wir nicht mehr hin, da fehlen uns Items für. Die können wir mal auseinanderschrauben. Können wir nochmal bei den Medikamenten gucken, ob wir da eventuell... Nee. Da können wir noch eins mitnehmen. Da nicht. Da schon. Okay, nee, falsche Taste. Ich lerne es auch irgendwann nochmal. Ganz gerne, die haben wir doch da. 4 von 5. So. Hier sind, hier können wir uns also, aber ein Bett sehe ich hier nicht. Na, wobei die Punkte sind auch nicht da. Also es ist jetzt nicht so, dass wir überhaupt irgendwas machen könnten. Hier ist ein Bett, aber ach, wir haben jetzt im Grundsatz. So. Wir haben jetzt zwar eine Hütte gefunden, aber das ist nicht das, wo wir hinwollen. Ich dachte, wir wären hier richtig. Um den Typen zum Vampir zu machen. Dem ist aber ganz offensichtlich nicht so. Hier kann ich wieder raus, oder? Aha. Schreist du mal rum. Bis hier. Finale Louise Tisdale, okay. Aber das ist noch erstmal noch nicht das, was wir machen wollen. Da kümmern wir uns eigentlich mal danach drum. Hier
ist Ende im Gelände. Hier geht's runter. Ach, komm ran hier. I think this passage could be even close to Hey, lass den Scheiß mal. Lass den Scheiß mal, du Arsch. Alter, es reicht. Alter, Level 30 ist schon nicht ohne. Kannst du den Steh auf. Meine Güte nochmal. Was ist hier? Ah, hier sind wir wohl richtig. Wohl Zufall, aber ich werde mich jetzt nicht beschweren gehen. So ist es ja nicht. Ich glaube, hier sind wir nicht ganz verkehrt. Glaube ich ja zumindest mal. Aber sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Also ist auf jeden Fall der richtige Weg, glaube ich. Hier unten so einem einsamen Keller bewegt, ist das nicht wirklich schön. Okay. Das wird zu sein. It's locked, oder? Dachte ich mir doch. Hallo? Ja, damit. Wir sind da wohl irgendwie runter, würde ich mal vermuten. Na dann. Die, Newborn. Was? Ach, du ahnst es nicht. Arschloch. Alter, lass das. Lass das. Komm. Ja, ja, ist ja gut. Alter, der viel Leben, der Penner. Ich muss noch meinen weg. Nein, 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 nein. Alter. You shall learn to respect the laws of Ascalon. Ja, ich. Alter, bist du noch ganz dicht? Ich arbeite vielleicht gerade für die. Ich glaube, es hackt. Du wirst erstmal gar nichts, Arschloch. Hau ab. Autsch. Ich will mich auch gar nicht verstecken, Penner. So. Freundchen. Back. Na, dann komm mal ran hier, Freundchen. Und weg. Ah, lass das, Penner. So, dann machen wir mal. Und weg. Ich kann gerade keinen Schutz zaubern. Ich weiß jetzt auch nicht und habe jetzt auch nicht die Zeit drauf zu gucken. You shall learn to respect
Ja, sollte ich lernen. Aber warum greifst du uns an? Das begreife ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Ich habe, glaube ich, nicht genug Blut. Ah, weg. Im Nahkampf brauche ich den so gut wie gar nicht freikommen. Außer ich kann den jetzt einen Schuss zaubern. Alter. Die Gewalt des Vulkots. Ja, kotzen könnte ich auch. Lasst euch niemals von der Größe eines Vulkots täuschen. Diese kräftigen Bastarde sind so flink wie jeder andere Blutsauger, können aber auch genauso ausgeschaltet werden wie sie. Nagelt ihre verrotteten Kadaver auf den Boden fest, bevor ihr sie enthauptet. Merkt euch, am wichtigsten ist es, sich vorzubereiten und die Schwächen eures Feindes zu kennen. Das Problem ist nur, Vulkots haben natürlich keine Schwächen. Sie sind sehr stark, schnell, wachsam und tödlich. Sie sind Tötungsmaschinen mit nur einem Ziel. Sie wollen euch mit ihren riesigen Klauen an den Hals. Wenn einer von euch Kern, also das Pech hat, jemals einen Vulkot zu begegnen, merkt euch das, weicht aus und macht es wütend. Verletzt es, beschimpft es und macht es fuchsteufelswild. Das Hören des Vulkots schaltet sich aus, wenn ihr es genug piesackt. Sie denken nicht mehr nach und greifen nur noch blind an. Ihr könnt nur gewinnen, wenn ihr so einen taktischen Vorteil gegen dieses dumme Biest erlangt. Nutzt diesen Vorteil. Aus Kennt eure Feinde von Carl Eldridge, Anführer der Wache von Priven. So. Fällst du um? Untersuchung aktualisiert? Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht welche. Weil der hat nicht mal irgendwas fallen lassen, der Penner, ne? Da musste ich mit so einem Level 28 Arsch rumschlagen, oder was auch immer der jetzt war. Na, guck mal da. Auf jeden Fall war der Bursche echt nicht ohne. Ist jetzt die Frage. Hier geht's nicht weiter. Das war schlau. Wie kommen wir jetzt weiter? Fragezeichen. Wir sind die Treppe runtergekommen. Möglich. Ne, hier hinten auch nicht. Okay. Nee. Hier waren wir doch gerade eben. Hier kommen wir nicht weiter. Hier waren wir doch gerade eben. I cannot enter. Was war da unten? Achso, Mahlzeit. Tut mir leid, ich brauche dich jetzt rein. I have this thirst ja, ja. For blood. Ja, ist ja gut. Dann muss es hier unten irgendwie weitergehen. Da. So, dann schauen wir mal. Jetzt auch nichts liegen lassen. Das alte Leiden. Manchmal verstecken sich ja Dinge, die man noch gebrauchen könnte. Aber in diesem Fall eher nicht. Warte mal, ich bin wieder zurück. Yo, sehr schlau. Ja, so kann man so ein Let's Play auch so ein bisschen in die, Länge ziehen. Macht richtig Sinn. So, und diesmal biege ich jetzt nicht irgendwo ab. Links oder rechts ist die Frage. Also wenn ich dem Symbol glauben soll, nee, da gehe ich jetzt nicht rein. Ich gehe mal hier lang. Keine Ahnung. Ist, wenn das so alles so. Wenn ich den Weg nicht finde und so.
habe ich da irgendwas hochgedreht? It's locked. Okay. It's locked, all right. Ganz toll. Ah, jetzt wird's gerade wieder ein bisschen tricky. So, jetzt erstmal gucken. So, geht er wieder runter? Das macht ja gar keinen Sinn. Damit geht er auch wieder runter. Gebracht. Erstmal eine Kiste. Was denn? Ach, hau ab! Ach, schön, Level 30. Ich glaub's ja alles nicht. Aber jetzt haben wir nur noch Level 30 Gegner oder was? Schon wieder nur 4 Level über mir die ganze Zeit. Nett ist das nicht. Ändert aber meines Erachtens nach nichts daran, dass wir da durch müssen. Das ist super, jetzt haben wir die aufgeschlossen. Was soll man das bringen? Ja, irgendwie ist das Ganze mal gerade voll für den Arsch gewesen, die ganze Nummer. Okay, jetzt ist die aufgeschlossen. Vielleicht kann ich das jetzt wieder runterlassen. No. Kann hier irgendwie runter. Ja, das war Trick 17. Schlüssiger zu machen. Da noch irgendwas? Oder habe ich da was übersehen? Nö. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die... Ich hatte gerade eben eine Damenstimme gehört, die...
nochmal rein. Tut mir leid. Ich will mir sicher sein, dass ich da unten drinnen nicht irgendwas verpasst habe gerade eben. Ich bin jetzt so spontan rausgerannt, aber ich glaube, da drinnen was gehört zu haben, was durchaus relevant sein könnte. Genau. Ja, ist gut. Hast du toll gemacht. Ich hab da keinen Bock drauf, Bursche. Na, scheiß Ansicht. Autsch, was hat der denn da gemacht? Das war aber richtig, aber. Ja, genau. Machen wir das nochmal. Ja, komm, jetzt halt hoch. Hey, Lady, ganz ruhig. Ich habe ihn ja schon für dich umgebracht. Hat er noch was für uns liegen lassen? Da, das siehst du auch. So. Hallo, Lady. So. Are you all right, miss? Who are you? What do you want from me? My name is Jonathan Reed. I'm a doctor. What happened to you? Why are you here? I'm Louise Teasdale. I was kidnapped a few weeks ago. Okay. By a vampire. Don't laugh, please, sir. It's no joke. I believe you, Miss Teasdale. That monster told me my father was dead. That no one was waiting for me outside. You're safe now. You don't have to worry about the vampire. You should just return home. Thank you, sir. I hope we'll meet again soon. Because I'd really like you to teach me how to get rid of these creatures. Nein, 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 nein. Hau ab! Das will jetzt keiner. Das will jetzt keiner. Das will jetzt keiner. B. Reden mit ihr ist nicht mehr, weil ich würde sie gerne heilen. Ah ja, so jetzt möchte ich dich gerne heilen. I don't know your father, but I'm sure he wouldn't like to see you here. It's not a safe place, miss. My father was a great man who taught his daughter not to surrender without a fight. If he's dead, I hope he gave his killer a hard time. Warum geht das nicht? Können wir uns erstmal die Details angucken. Wir wissen eigentlich gar nichts über sie. Die ganzen Hinweise sind weg. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Warum geht das nicht? Warum kann ich sie nicht heilen? Ich hab das doch. Goodbye, Miss Teasdale. And be careful. Ja, ja, warte, 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 until warte. Until we meet again. Ja, ja. I don't know. Bla, bla. So. Also, warum geht das Heilen nicht? Nein, 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 nein. Ich verstehe nicht, warum ich den nicht heilen kann. Lassen wir das. Ich will sie nicht beißen. Nein, will ich nicht. Wenn, dann würde ich sie vorheilen. I don't know your father. My father. Ich verstehe es nicht. Rechte Taste. Heilen mit. Ich hab das Zeus. Kann man niemand verraten, oder? Goodbye, Miss Teasdale. Egal, dann ist das and so. Be careful. Scheiß auf Kopfweh. Was until soll das? Tschüss, tschüss. So, eine Niete, yeah.
So wie sie. Es stört mich gerade so ein bisschen. Aber gut, wir haben sie gerettet. Haben zwar null Hinweise. Aber egal. So. Was? Hm? Nee, da waren wir. Warum auch immer ich sie jetzt nicht heilen konnte. Na gut, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Eine weitere Runde Vampire wird es natürlich morgen wieder geben. Ich sage jetzt einfach mal bis morgen dann bei Vampire. Tschüss, macht's gut.